In gewisser Weise hat die Geldautomatensprengung das Phänomen Banküberfall abgelöst. Der Täter nimmt es billigend in Kauf, aus reiner Gewinnsucht und Habgier getrieben, dass Menschen zu Schaden kommen. Für uns ist es wichtig, wie diese Sprengsätze, die zum Einsatz kommen, welche Wirkungsweise die erzielen. Wir wollen hier messen und belegen, wie sich so eine Druckwelle ausbreitet, um da auch bewerten zu können, wie das Gefahrenpotenzial im Kontext zu einer Sprengung ist. Haben wir das Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion oder haben wir parallel auch ein versuchtes Tötungsdelikt, wenn der Geldautomat zum Beispiel in einem Wohnhaus untergebracht ist oder wenn Menschen dort in der Nähe sind. So ist die gemeine Gefahr so groß durch das Tatmittel Sprengstoff, dass es diesen verschärften Tatbestand sein kann. Und das versuchen wir heute zu belegen, zu messen und zu dokumentieren. Der Automat steht im Mittelpunkt. Wir haben dahinter eine Wand aufgebaut, weil auch die Geldautomaten in der Realität ja nicht irgendwo frei auf dem Feld stehen, sondern in der Regel in einem Gebäude an einer Wand, um einfach das möglichst realitätsnah zu simulieren und nachzubauen jetzt hier. Was Sie hier sehen mit diesen Mülltüten, das sind Drucklanzen. Also da messen wir in Zusammenarbeit mit dem BKA die Drücke, weil je nach Druckintensität auch entsprechende tödliche Verletzungen zu erwarten sind. Also das sind Messmarken, weil wir haben hier auch die 3D-Tatortvermessung im Einsatz, um einfach das Splitterbild dann im Anschluss an die Sprengung zu dokumentieren und nutzen hier einen 3D-Laserscanner, der diesen Tatort dann millimetergenau vermisst. Und dieser Laserscanner benötigt entsprechend diese Messmarken. Wir führen jetzt mehrere Testsprengungen durch und haben unterschiedlichste Sicherheitstechniken in den Automaten verbaut. Und die werden wir natürlich in der Folge natürlich auch auswerten, analysieren. Es handelt sich hierbei tatsächlich um echtes Geld, was von der Bundesbank zur Verfügung gestellt wird. Denn für uns ist natürlich wichtig, am Original genau das zu sehen, was durch so eine Sprengung an Spurenmaterial entsteht auf den Scheinen. Und deswegen ist es für uns natürlich wichtig, mit Originalen dies zu proben. Zünden! 3, 2, 1!